So, nächster Part durch Morast und Blut. Ich war noch nicht in den Mein Optionen bei so, Großvater hatte im Bürgerkrieg gekämpft. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Das Ding ist, normalerweise spiele ich Spiele immer schwer. Steht irgendwas dabei? Nee. Aber normal ist halt normal. Und für ein Let's Play, ich will eher die Story erleben. Deswegen mache ich mal auf leicht. Ich glaube nicht, dass ich das danach nochmal spielen werde. Aber will ich das wahrscheinlich alleine spielen, dann schwer. Aber für ein Let's Play oder für Videos allgemein ist, glaube ich, leicht. Ist das, glaube ich, am besten für die Story. Deswegen machen wir leicht und hoffen, dass wir irgendwann mal in die Option können. Okay, ich muss erst ein Update runterladen. So, ich hoffe, ich habe das gut eingestellt. Gehen wir mein mal Großvater durch Krieg Morast gekämpft. auf Von ihm wusste ich. Leicht. Let's go, Leute. Frankreich, juhu. Wir befinden uns in der Endphase des Krieges. Angesichts des nahenden Winters befestigen die Deutschen ihre Stellung, um den Feind zu erwarten. Welle für Welle beendet feindliche Infanterie vergeblich gegen die Deutsche. Schwer bewaffnet und gepanzerte Mark 5 passt ist ein furchterregendes Kriegsgerät. Er räumt Gräben und startet Rad und kann überall durchfahren oder rüberfahren. Am 17. Oktober bereiten britische Truppen einen massierten Angriff auf Cambrai vor. Okay. Angesichts der Panzer wird es schwierig. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Verdammt. Oh, nein, 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 nicht fluchen. Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch. Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellung zerstören. So sieht's aus. Finch. Hose. Let's go. Danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. McMahon ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McMahon. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big West sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Sagen, das war gerade ein bisschen laggy. Der Vogel hart.
Mausern, McManus! Vögel mausern! Ich reiße ihm jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, dieser Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Hallo? Achso, ich fahre hin, wo ich hinziele, oder was? Ja. Ah ne, der fährt allein. Langsam mach ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören, wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Verschafft unseren Jungs etwas Platz. Das Einsatz hier, okay. Ah, jetzt darf ich fahren. Let's go. Ja, ich weiß, dass ich da schießen kann, aber muss ja auch hinkommen, ne? Siehst du den Panzer, Edwards? Wir dürfen nie so im Schlamm stecken bleiben. Oh. Moin. Sie haben einen von uns erwischt. Augen geradeaus. Ah. Oh, der Schlamm. Wir dürfen nicht im Schlamm stecken bleiben. Feldgeschütz! Ich würde es vorziehen, kein Ziel zu sein, Frischling. Vorwärts, damit wir freies Schussfeld auf die Feldgeschütze haben. Versucht doch schon hier alles. Diese MGs halten unsere Jungs auf. Haltet die Stellung und schaltet alle deutschen Geschütze aus. Oh, ich kann nicht. Ja, egal. Los! Fritz geht nur auf, wenn wir ihn dazu zwingen. Let's go. Let's go. Machen die alles platt. Machen meine Mates eigentlich, wenn ich schieße? Ah ja, die laden nach. Roadkill. Jungs, rücken vor! Unterdrückungsfeuer fortsetzen! Lass sie nicht zur Ruhe kommen! Ich glaube, hier kommt keiner zur Ruhe. Aber es sind auf jeden Fall mutig, dass sie gegen den Panzer losmachen. Fritz ist auf dem Rückzug! Sehr gut! Halten und weiter unter Druck setzen! Gibt hier keinen mehr, den wir unter Druck setzen können, glaube ich. Gemacht, Jungs. Jetzt nehmen wir den nächsten Grad. Jetzt mal Englisch reden gerade auf. Dieses Geräusch. Oh. Auto, okay, wir können weiterfahren. Achtet auf das Geschütz. Ah, ich kann reparieren. Ich glaube, ich muss erstmal reparieren. Hier, die Leute wegmachen, damit ich. Damit ich mich reparieren kann. Und. Erledigt, Sir. Weiter. Gute Arbeit, Kleiner. Vorrücken. Los, Edwards! Unsere Jungs brauchen unsere Unterstützung beim Einnehmen des zweiten Schützengrabens. Ich glaube, ich versuche auch mal irgendwann auf Ultra einfach alles zu stellen. Mal gucken, ob es meine Karte mitmacht. Jetzt hatten wir schon kaputt gemacht anscheinend. Zerstör das Geschütz aber schnell! Ja, ich versuch's doch. Oh, das ist eins. Feldgeschütz geräumt! Mach die weg! Weg mit euch! Noch irgendwo was? Let's go! Gut gemacht, aber vergesst nicht, der Tag ist noch jung! Wir fahren zu den Ruinen und räumen einen Weg für die Infanterie frei! Ist doch ein Weg. Ich will nicht alle Ruinen zerstören. Feldgeschütz, los, los! Wieso drehe ich mich immer nach rechts eigentlich? Oh, da, ne? Nicht sorry, lassen, nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo der zweite Feldgeschütz ist. Hast du eins? Scheint ja. Roadkill. Soll ich dem Vogel etwas rumgeben? Er hat ein Anrecht darauf. Lass die Taube in Ruhe, Pritchard. Sie ist unsere einzige Verbindung zum Hauptquartier. Und du, Edwards? Ein Drink, damit dir die Hände nicht mehr zittern? Hold the bloody flag, damn it. Ich spart euch die dummen Sprüche bis zu uns. Ich glaube, im Original wäre das vielleicht gar nicht so schlechter zu spielen. Ne? Also mit Originalvertonung. Also würden die Englischen auch Englisch vertonen, Französisch und so ein Scheiß und dann halt nur mit Untertitel. Aber beim Spiel natürlich Untertitel lesen, das ist immer so ein bisschen kritisch. Aber passt schon. Wie viel Leben habe ich? Ah, ich habe noch 95, ist eigentlich mehr als genug. Aber egal, komm. Den wird man sehen! Okay. Landkreuz und ärztlich! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weg mit euch! Wie viel hält denn der aus, Alter? Wir haben sie! Okay, nice. Sie haben sich mit den Falschen angelegt! Er muss doch nicht reparieren. Die Bösen lassen das Feuer regnen. Köpfe runter. Kriegen wir hin. Oh, kriegen wir doch nicht hin. Kein Schuss. Sie bewegt sich nicht. Mensch, geh raus und sieh dir das an. Pass auf deinen Arsch auf. Was, raus? Nee, bleib drin. Du gehst ihm zur Hand. Oi.
Alles gut? Ja, Mann. Sicher? Finch! Demi gut. Ich glaube, Finch ist down. Finch ist tot! Okay, komm wieder rein und fahr! Dann repariert die Und weiter geht's, Leute! Erst kriegen wir einen verdammten Unglücksbringer und jetzt ist Finchy tot! McManus, reiß dich zusammen! Bring uns zu dem Dorffahrer. Dort sitzt ihre Artillerie. Ah, die sind kacke. Ich versuche doch alles. Oh. Achtet auf die Panzerabwehr. Weg mit den Feldgeschützen. Das Geschütz hält uns auf. Erledigt es. Ja, Mann, ist zerstört. Sehr gut, uns hält nichts mehr auf. Ah, okay, dann kann ich hier durch? Kann ich durch. Boom. Und um. Zwei, dranbleiben, Jungs! Was ist er denn? Eine Ente? Das letzte! Das Dorf gehört uns! Ja. Ja, parieren später. Ja, ich glaube, da muss ich nicht unbedingt auch. Aber da, ja, schießen. Ich muss ja erstmal hinkommen. Da ist es. Feldgeschützbesatzung. Oh, das war nicht gut. Schnell! Bumm. Erledigt! Weiter! Los, zur feindlichen Stellung in dem Gehöft! Muss man einmal kurz reparieren. Sonst wird das hier kritisch. Oh, ich will das so gerne abknallen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Finch tot ist, weil der war eigentlich ein echt cooler Charakter in den zwei Minuten, die ich den kennengelernt habe. Wir beide sorgen dafür, dass Finch nicht umsonst gestorben ist. Wenn ihr das sagt. Er hat den Bunker drin. Oh, ich glaube, da habe ich einen. Von da hinten. War nicht so gut. Ja, ich glaube, ein bisschen angreifen. Du fährst in die falsche Richtung. Ich war überhaupt nicht in die falsche Richtung. Geschützbesatzung ausgeschaltet. Gut gemacht. Artillerie voraus. Jetzt erledigen wir sie alle. Was sind das für so Glitzereffekte? Ah, Stacheldraht. Oder Stacheldraht nervig. Oh. Hier passiert was. War ein Feldgeschütz. Oh lol, da ist wieder so ein Panzer. Da war ein Panzer. Ne, da ist immer noch ein Panzer. Haben wir Zeppelin über uns oder so? Infanterie! Machen wir sie fertig! Die Brücke wird doch gesprengt, oder? Weg mit den Deutschen! Von hinten angegriffen? Wird von hinten angegriffen. Ja, das ist irgendwie ein bisschen kritisch hier. Sie haben auf uns gewartet. Wir müssen Scheiße! Ich hab keine Leistungskraft! Treibt sie zurück, Jungs! Lass das in Ruhe! Ich wollte gerade sagen, das wird langsam ein bisschen eng, ne? Au. Durch den Kuckschitz drücken. Edwards! Lass die Taube frei! Das ist ein Befehl, Junge. Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. Sir! Tja, und Bumm, oder? Doch kein Bumm. Ich dachte, ihr sprengt sich selbst oder so. Ja!
Assassin's Creed.